So, guten Morgen zusammen. Ich bin jetzt auf dem Weg, um mich mit zwei Kollegen, die wir auch schon gesehen haben vom Video, ich gehe treffen. Und danach gehen wir an den Beach zusammen. Und jetzt muss ich noch schnell ein bisschen Proviant kaufen. Und dann, ja, sehen wir sich nachher wieder. So, die zwei sollten da drinnen sein. Tacos Arandas. Mal schauen, ob sie oben sind. Hey! Patrick! Hello! Guten Tag! Guten Tag! Wir sind jetzt hier gut 45 Minuten mit dem Bus gefahren. Da irgendwo ist nirgendwo raus. Und jetzt müssen wir noch etwa 40 Minuten laufen, um an so einen ganz schön verlassenen, kleinen, herzigen Strand zu kommen. Wir hoffen es auf jeden Fall. Da, das sieht auch schon mal recht nice aus. Und hier, ihr seht vielleicht im Hintergrund, so ein bisschen die Natur, wie sich das alles so ein bisschen verändert hat. Viele Palmen, alles mega grün und so. Schon ein bisschen etwas anderes zum Norden, wo alles so ein bisschen austrocknet war und verdörrt. Schön da, muss ich sagen. Obwohl noch nicht mal Regenzeit ist. So, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen beim Playa Golomitos. Wir sind jetzt hier so am Beach unten angekommen. Wir haben sogar noch ein kleines Schattenplätzchen gefunden. Und so sieht es hier aus. Ja, weil ich sehe wirklich mega klein. Ich weiss jetzt nicht, ob der ganze Trip sich gelohnt hat. Etwa 40 Minuten mit dem Bus, etwa 45 Minuten laufen, um da hinzukommen. Auf jeden Fall ist gut, haben wir etwas gemacht und jetzt gehen wir direkt ins Wasser. Zurückgefahren wird jetzt mit dem Boot. Wir sind zu faul zum Zurücklaufen. Kostet 50 Pesos zum Zurückfahren. All die Strecken, die wir vorne gelaufen sind, die etwa 45 Minuten geht. Wenn wir eine kleine Anmoderation machen für meinen nächsten Vlog. Wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute bin ich, also sprich der Vögi, redet heute mit seinen liebsten Kollegen auf der ganzen Welt. Das wäre der Marco und Meli. Meli ist ein bisschen froh jetzt. Meli ist weg. Also warte, Meli ist jetzt wieder da. ja. Weißt du, ganz im Ernst, wie der Vögi aussieht, der sieht aus, als wäre das so ein Büscheli, weißt du, beim Haas. Ja, hallo allerseits. Wie ihr vielleicht könnt erkennen, bin ich jetzt hier an der Busstation. Und es geht wieder weiter in die nächste Stadt. Jetzt geht es wieder ein bisschen mehr ins Inland. So, einen wunderschönen guten Abend aus Guadalajara. Das liegt auf etwa 1500 Meter, also ich bin wieder etwas weiter oben. Es ist auch etwas kälter wieder hier. Hat etwa 1,5 Millionen Einwohner hier und ist damit die zweitgrößte Stadt in Mexiko. Ich habe hier jetzt heute eine spezielle Unterkunft. Und zwar ist es so. Ich erzähle euch das später. Ich habe keine Lust, das zu erzählen. Mache ich dann nachher. So, schönen guten Abend zusammen. Ich bin jetzt hier beim Pedro zuhause und bei der Melissa. Und schauen mal, was wir hier gerade schauen. Den kennen wir hoffentlich. Wir haben jetzt hier noch ein paar Bier gekauft und schauen jetzt noch ein bisschen meinen Vlog. Und noch schnell zu der Geschichte zurück, warum dass ich jetzt hier bin. Der Marc Ruck. Der Bruder vom Schul, den ich übrigens schon besuche in Hamburg. Ihr wisst sicherlich noch von dem Video in Hamburg. Ja, wir finden schon ein Plätzchen. Salü, salü. Das ist der Ruck. Hat mir geschrieben, dass wenn ich da in Guadalajara bin, dass ich doch Insel kontaktiere. Sie waren zusammen ein bisschen unterwegs da in Mexiko. Das ist ein guter Kollege von Marc. Und dann habe ich ihm geschrieben und er hat gesagt, hast kein Problem, kannst du da bei uns pennen. Und ich habe jetzt da mein Bettsofa, wo ich hier pfusen kann. Das beweist es wieder mal, die Leute sind einfach so gastfreundlich. Danke vielmals Marc für das, gell? Zahl dir mal eins, wenn ich wieder zurück bin in der Schweiz. Ich habe jetzt hier noch ein kleines Dessert bekommen. Pitaya nennt sich das Ganze. Das ist die Frucht vom Kaktus. Das gibt es, glaube ich, in verschiedenen Farben. Der Pedro hat es, was ist so ein Amarilla?
No. Er aber dann kein Rogge. Okay. Er hat so ein bisschen weisses und ich habe ganz rot, seht ihr da? Das schmeckt irgendwie. Ich weiss nicht genau, nach was es schmeckt. Es schmeckt nicht süß, es schmeckt nicht sauer. Es ist irgendwie ziemlich neutral. Ja, guten Morgen, Leute. Ich bin jetzt auf dem Weg in Starbucks. Ich gehe dort ein bisschen arbeiten, weil ich kann. Aber ich bin in der Unterkunft selber, ich kann nicht arbeiten dort, ich mache alles andere. Außer das, was ich eigentlich setze. Darum gehe ich dann auswärts, am besten irgendwo in Starbucks. Dort kann ich wirklich machen, was ich muss. Und das ist übrigens die Unterkunft von meinem Host, von Pedro. Und ihr seht, das ist ganz sicher da. Da hat es noch so ein Store. Also richtig schöne Gegend. Das Haus ist auch mega schön, richtig modern. Jetzt muss ich zuerst noch etwas essen. Und zwar bin ich jetzt in so einem kleinen Restaurant. Und es gibt Omelette, Frijoles und Salat. Und es wird da jetzt auch wieder etwas günstiger. Ich zahle jetzt für das 45 Pesos. Anderen Orten, wo ich jetzt war, wie Sayulita und so, ist das viel, viel teurer gewesen. Darum ist es auch wieder mal gut für mein Budget, wird es wieder etwas günstiger und fein dazu ist es auch noch. Jetzt bin ich hier in der Stadt innen. Und zwar bin ich jetzt noch schnell im Starbucks gewesen, noch etwas gearbeitet. Und jetzt möchte ich noch für meine Linsen einen Protektor kaufen, weil ich den mal verloren habe. Aber, kleiner Tipp, alle Fotografen und Filmer, wenn ihr da irgendwie in Mexiko unterwegs sind und sucht irgendwie ein Zubehör oder eine Linse oder irgendetwas für eine Sony-Kamera, extrem schwierig. Die haben jetzt überall, ich bin jetzt überall schon gefragt, die haben immer nur Canon und Nikon. Ist mega verbreitet da, Sony fast gar nichts. Also kauft das Zeug gescheiter in der Schweiz, bevor ihr dann auf Reisen geht. Ja, ich laufe jetzt hier einfach ein bisschen durchs historische Zentrum durch von Guadalajara. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, wo ich da durchgehe. Aber man muss auch gar keinen Plan haben, weil es hat überall ganz grosse Plazas, egal wo man durchläuft. Man findet immer irgendwie so einen richtig grossen Platz mit ganz vielen Geschäften und so. Das erinnert mich ein bisschen an Mexico City. Dort hat es auch immer, dort kann man durchlaufen, wo man will. Da hat es auch immer irgendetwas zu sehen. Und da genau das Gleiche. Also es ist eine wirklich schöne Stadt, schöne alte Gebäude. Und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen von dieser Stadt. Wieder zu Hause. Ich habe jetzt eine Spanisch-Lektion und zwar auf iTalki. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt. Wenn nicht und ihr wollt eine Sprache lernen, müsst ihr das unbedingt mal auschecken. Oh, der Typ hat mich kaputt gemacht. Ich bin jetzt eigentlich noch viel mehr verwirrt, als ich vorher gewesen bin. Weil der hat von einer Zeit hat er auf die andere geswitcht und ich bin überhaupt nicht nachgekommen, wo der jetzt gerade ist und so. Der hat, glaube ich, irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe ihm zwar gesagt, ich möchte das gerne lernen, wie das geht, aber der hat gesagt, ja, eben, das ist das und das ist dieses und dann nachher bla 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 hin und her. Ja, ist jetzt nicht so wirklich gut gewesen. Aber das Gute ist dabei, ich kann jetzt beim nächsten Mal wieder irgendjemand anders schnell, also ich bin jetzt nicht auf diesen Typ fixiert oder so. Darum, ich glaube, ich muss jetzt einfach mal das ein bisschen selber dahinter mir das ein bisschen aneignen und dann probiere ich es dann vermutlich nochmal mit jemandem anders. So, jetzt gibt es da bei uns noch Pizza und Bier. Und zwar bin ich da gerade mit der Luz. Hallo.
Pizza posten. Und sie kann übrigens Deutsch. Nein. Nein. Ich kann nicht Deutsch sprechen. Ah, habt ihr gesehen? Sie war 3 Monate in München gewesen. Und jetzt lernen wir ein bisschen Deutsch lernen miteinander. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Morgen geht's ab nach Tequila. Da könnt ihr euch schon freuen drauf. Das wird sicher ganz cool. Und ja, dann würde ich sagen, schaltet doch einfach wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.